Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Booker von Written Tales, wo wir ja eine Rüstung zusammen basteln müssen, um Wilbur aus den Fängen der Orks zu befreien in diesem Kriegerwettkampf. Und ganz ehrlich, wir brauchen immer noch irgendwas, bestimmt, ganz sicher. Was wollte ich denn machen? Siehst du, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich... Ich wollte nochmal zum Orklager gehen. Und nochmal mit dem Oberork hier, mit Sylvester Stallone da oben schnacken. Da schwingt die Musik um. Krieg! Hallo, Häuptling! Zum Gruße, Mensch! Jo, komm, wir reißen jetzt mal die Schnauze auf. Hier lässt sich nirgendwo ein anständiger Krieger finden. Also werde ich zum Krieger werden und diesen elenden Wettkampf gewinnen. Der Wettkampf ist heute Nachmittag. Wie willst du bis dahin die hohe Kunst des Kampfes erlernen? Ich werde mir eine unschlagbare Ausrüstung besorgen. Na, der Weg der Talentlosen. Eine weise Entscheidung, wie mir scheint. Dir ist aber schon klar, dass ich dich nicht mit einer x-beliebigen Ausrüstung hier reinspazieren lasse. Meine Ausrüstung wird Imba sein. Wir werden sehen. Genau. Ich komme wieder. Ich werde warten. Oh, diese Dramatik. Diese Dramatik. Was war denn hier für eine Presse eigentlich? Geht immer noch. Aber was könnte ich auspressen? Och, du, da fällt mir bestimmt irgendwas ein. Steine zum Beispiel. Nicht? Schade. Pilz auspressen? Nein. Feder. Ach, jetzt weiß ich, was wir machen wollten. Geh mal einen Schritt schneller, Nate. Von ihm hier brauchten wir doch noch irgendwas. Oder sehe ich das falsch? Wir schnacken nochmal mit Esters Kopf. Ich muss jetzt erst wieder hier reinfinden. Das geht ja nicht so mal eben. Hallo. Ich wollte nur... Hey! Keine Gespräche mit der Gefangenen, habe ich gesagt. Oh. Das ist ein Affe, der Typ. Können ihn vielleicht ein Brett vom Kopf hauen? Schön an die Stirn nageln. Vielleicht können wir hier irgendwen kitzeln mit einer Feder? Ich weiß nicht, irgendwas brauchten wir doch von ihm noch. Ein Erbstück oder so, ne? Vielleicht den Wimpel da oben? Ich weiß es nicht. Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Es zeigt ein Schwert, einen Schild und... rote Slipper? Ja, der hat noch was von Mode im Kopf, der Herr. Metrosexuelle Mann von heute, wie er es so gerne sagt. Kann ich vielleicht mit dem Faden hier irgendwas... Nee, ne? Da will ich nochmal zum Tippi, zur Häuptling bekiffte Feder laufen. Die mal fragen, ihm vielleicht noch was einfällt. Oder was wir überhaupt noch alles brauchen. Ich höre dich. Was brauche ich nochmal für eine Voodoo-Puppe? Den Trank des Schlafwandelns? Eine Flüssigkeit des Paladins, etwas von einem seiner Vorfahren, einige seiner Haare und etwas von seiner Kleidung. Geht klar. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Genau. Möge der Wind das. Das heißt, wir brauchen noch was von einem Vorfahren des Paladin. Was? Nö. Wie nö? Klar. Nö. Wie nö? Nö. Ah, jetzt fällt er mir auch noch in den Rücken. Hier lang können wir nicht, ne? Richtung Orklager. Ne, hier können wir nicht lang. Ich betrete mal die Gruft. Die Gruft und dann schnack ich mal mit den Untoten da noch. Und mal gucken, was die uns noch so erzählen können hier, unsere Freunde. Du. Hey, Chef. Ah, der Lebende. Ja, gut. Ich muss weiter. Der kann uns da auch nicht wirklich weiterhelfen. Mach's gut.
und denke ja, daran. Ja, ihr seid streng riechende Freunde. Was sagt denn unsere eiserne Jungfrau hier unten? Können wir hier vielleicht irgendwas klauen? Urnen. Das sind immer noch Urnen mit Wappen, die... Hey, die eine Urne trägt das Wappen des Paladins. Na, sieh an. Neu mit. Also schön, es muss wohl sein. Aber ich nehme nur ein wenig von der Asche mit. Die Urne lasse ich hier, aus Respekt vor den Toten. Opa muss Raucher gewesen sein. Gut, das heißt, wir haben jetzt hoffentlich, ganz hoffentlich alles zusammen, was wir dafür brauchen. Um den Trank des Schlafwandels zu machen, um den Typen hier einmal kurz zu beherrschen, sich bei dem Chef der Untoten zu entschuldigen, die Entschuldigung anzunehmen, meine ich. Und dann kommen wir hoffentlich weiter. Ich höre dich. Schön für dich. Hier ist etwas Asche von einem Vorfahren des Paladins. Funktioniert die? Wenn sie wirklich von einem Vorfahren des Paladins stammt, wird es... Sehr gut. Damit müsstest du alle Zutaten für den Trank haben, oder? So ist es. Tritt zurück. Was macht der da? In der Papiertüte. Der Trank des Schlafwandelns. Danke vielmals. Du musst nur einen Schluck davon trinken. Anschließend muss der Paladin den Rest austrinken. Paladin-Spucke, ein alter Pompom, pomadige Haare und die Überreste vom Opa. Das kann ja nur gut schmecken. Ja, ich will nicht mit dir tauschen wollen. Salzig, mit einem Hauch Minze? Das ist meine geheime Zutat. Besser als erwartet. Danke. Aha. Ja, du hast es ein bisschen verdient. Bis dann. Genau. Möge der Wind dir gewogen sein. Ja, das hoffe ich doch mal. Kann mir jetzt noch einer erzählen, wie wir den Typen dazu bringen, das Zeug zu trinken? Aber wir können anscheinend auch wieder mit ihm reden. Ich weiß nicht, ob mich das freuen soll. Hallo, Prinzessin. Ja? Ja? Ich habe hier den leckersten Trank der Welt. Hast du zufällig Durst? Was ist das für ein Trank? Ein neu entwickelter Mana-Trank. Ja? Was ist so neu an ihm? Er füllt nicht nur dein Mana aus, sondern auch deine Lebensenergie. Okay, das gibt schon. Starke aphrodisierende Wirkung. Er hat 0 Kalorien. Damit kriegen wir ihn doch bestimmt. Es ist ein Diät-Mana-Trank mit absolut 0 Kalorien. Tatsächlich? Das ist ja interessant. Es geht ja fast nicht so auf die Hüften wie Mana-Tränke. Viel zu süß. Und dann wird man ständig genötigt, einen großen zu nehmen, obwohl man eigentlich nur einen kleinen bräuchte. Und genau aus diesem Grund wurde dieser neue Mana-Trank entwickelt. Wie heißt der? Mana-Trank Light TM. Manamax ISO Sport Drink mit Extra O2 TM. M4. Mama mag das Mana-Mysterium. Ich weiß nicht, Leute. Aber ich gehe mal mit dem ISO Sport Drink mit Extra O2. Manamax ISO Sport Drink mit Extra O2. Wow! Klingt sportlich. Und ich habe das Gefühl, dass an der Entwicklung jede Menge schlauer Köpfe beteiligt waren. Juhu. Also schön, gib her. Hau weg den, sagst. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Willst du ihn nicht trinken? Wieso? Ich habe schon seit Tagen nicht mehr gezaubert. Ich habe volles Mana. Ich dachte mir, jetzt, wo ich dir den neuen Mana-Trank geschenkt habe, könntest du mir vielleicht ein paar Stärkungs- und Schutzzauber verpassen? Buffs? Och nö. Ich hasse dieses ständige Gebuffe. Na komm schon. Du kannst dann ja auch gleich deinen neuen Mana-Trank ausprobieren. Ist doch ganz egal. 0 Kalorien. Ach, also gut. Welche Buffs willst du? SDR, SDK, SDW? Sowas kann ich nicht. Ach, was soll's. Ich gebe dir einfach eine. Sehr gut. Ach, schrecklich. Danke für die Buffs.
Kein Problem. Ich spüre schon, wie... Wow. Unheimlich. Ich bin er. Das ist abgefahren. Und das erste Mal, dass ich ein Kleid trage. Gar nicht so schlecht. Aber gut, keine Zeit zu verlieren. Ich weiß nicht, wie lange die Wirkung des Tranks anhält. Und ich habe noch eine Entschuldigung zu akzeptieren. Mensch, das hat ja super geklappt. Können wir denn jetzt den Zombie-Kopf auch mitnehmen? So, ich gehe jetzt in die Gruft. Und wenn alles gut läuft, bist du bald wieder mit deinem Körper vereint. Keine Angst, ich bin es nur. Nate! Ich sehe aus wie der Paladin und spreche wie der Paladin. Kann man nicht mitnehmen. Gut. Dann gehen wir in die Gruft. Mal gucken, wie die auf uns reagieren. Und ob das alles glatt geht. Das lief mir ein bisschen zu glatt hier in den ersten 10 Minuten. Zeit für die große genau. Show. Let's get it on. Er ist es. Er ist gekommen, um sich mein untotes Leben zu holen. Nein, ich bin hier, um mir anzuhören, was ihr zu sagen habt. Ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir sehr leid, was ich eurer Schwester und euch angetan habe. Das ist, sehr schön. Also gut. Was? Verzeih! Du musst es sagen! Was? Was hast du mit mir gemacht, Teufel? Ich? Gar nichts, ich... Du hast mich verhext! Ich? Also, ja, ganz recht. Ich habe dich verhext. Und ich werde es wieder tun, wenn du mich nicht von diesem Balken befreist. Du kannst mir nichts tun. Hier drin bin ich sicher. Aber ich werde dich finden. Und das nächste Mal lasse ich dich eine Klippe runterspringen. Oh. Ich lasse dich in eine Kneipe gehen und mit dicken Männern unflätige Lieder singen. Ich setze dich in Unterwäsche auf eine Couch und lasse dich Kartoffelchips essen. Damit kriegt er ihn 100 pro. Also gut, du hast gewonnen. Ich verzeihe dir. Yippie! Und hör auf, Untote zu jagen. Schlage nie wieder einem von uns einfach den Kopf ab. Lass uns in Ruhe. Jawohl. Ist er jetzt... Was ist passiert? Ist er jetzt ganz weg, der Paladin? Können wir dann Esther mitnehmen? Jawohl, können wir. Wunderbar. Zeit, dich zu deinem Körper zu bringen. Könntest du mir vorher noch diese Raupe aus der Nase holen? Nein. Komm einfach mit. Ach, guck mal, die ist hier. Oh! Was haben wir denn hier? Achso, safe. Alles klar. Dann wisst ihr alle Bescheid jetzt. Ja, wir haben auch eine ganze Reihe Buffs dabei, die uns dann bestimmt noch gegen die Orks helfen. Obwohl ich glaube, dass es so hochgepeitscht, das wird am Ende wieder nichts. Ja, du geh rein da. Du warst es, oder? Du steckst hinter der Entschuldigung des Paladins. Das könnte man so sagen. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber du hast dir die Belohnung redlich verdient. Schlag ein! Später vielleicht. Der Helm des Kriegers Hetz befindet sich in einer Mine hier ganz in der Nähe. Sie ist von Erdwichteln bevölkert. Seltsame kleine Kreaturen, diese Erdwichtel. Sie haben den Helm in ihre Mine gebracht und dort wird er noch immer sein. Danke sehr, es war mir wirklich ein Vergnügen. Kein schlechtes Gefühl, jemand anderem zu helfen und sich für ihn zu freuen, oder? Könnte man so sagen. Yippie! Wir haben somit den Standort zumindest von dem Helm. Und wir vereinen
Kopf und Körper. Einmal. Schauen wir mal, was daraus wird. Schaut mal, was ich hier habe. Körper! Oh! Ja, ja, noch ein Stück. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Das ist toll! Aber was war das für ein Totenschädel? Er hat sich um deinen Körper gekümmert, während du weg warst. Das war aber nett von... nett von... Oh, hallo. Ich bin Gulliver. Esther. Nate, ich brauche meinen Körper ganz dringend. Ich will es nicht hören. Bring meinen Körper zum Laufen. Dann verrate ich dir nicht nur den Aufbewahrungsort des Schwertes, ich schenke dir auch noch eine Rüstung. Wie aufmerksam. Du hast mir noch ein viel größeres Geschenk gemacht. Eine Lunge hat das gute Stück schon mal. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich ein Herz auftreiben soll. Ja, es ist nämlich so eine Sache. Gut, wir verlassen mal die Gruft. Also wir haben nicht nur den Anführer der Untoten befreit, sondern auch noch auch noch ein Liebespaar zusammengeführt. Geh Richtung Orklager. Vielleicht auf der Map jetzt die Erdmine ist da jetzt drauf. Das ist doch super. Da gehen wir doch glatt mal hin, oder nicht? Meine lieben Freunde. Hallo. Hä? Kann mir nicht mal irgendjemand helfen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Und da vorne im Gang, nun ja, ich habe viel von dem Schlafwandlertrank getrunken. Na nö. Sind das die Erdwichtel? Seid willkommen in meinem Reich, Fremder. Holla. Ein Helm, der sprechen kann? Aber natürlich, ich bin magisch. Was? Der spricht? Ich dachte, der spricht. Der sieht auch witzig aus. Ich würde mal sagen, mit dem magischen Helm sprechen wir in der nächsten Folge von The Book of Unwritten Tales. Wir sehen uns bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.